Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Talk Fragen Info Videos. Und ihr könnt es schon an der Überschrift sehen, heute haben wir noch sehr viel über Mario Kart zu reden, aber nicht ausschließlich darüber, ne? Denn es gibt eigentlich auch sehr viele Infos jetzt in letzter Zeit und das sind auch ganz wichtige Infos heute. Erstmal der heutige Fahrer, das ist Shy Guy mit seinem fiesen Flitzer, den Goldrädern und dem Blumengleiter. Sollte schon klar sein, wer der nächste Fahrer ist im nächsten Part, dann würde es jetzt, aua, jetzt hier unten rechts als Anmerkung stehen. Obwohl mir da schon wieder welche ausgegangen sind, die Fahrerwünsche. Und ich muss gucken, wie ich das mache. Wahrscheinlich werde ich, wenn kein nächster Fahrerwunsch ansteht, dann werde ich einfach mal diesen hier nehmen. Also Scheiger nochmal nehmen. Und dann werde ich das in Zukunft so machen, dass ich immer den zuletzt gewählten Fahrer nehme. Gut. Was wollte ich noch sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Toll. Ja, genau. Ich komme einfach mal zu meiner ersten Info. Es geht nämlich um Professor Layton. Denn das Let's Play ist schon so gut wie abgeschlossen. Ich habe ein bisschen vorproduziert. Und ja, storytechnisch ist es bei mir schon beendet. Das heißt, es fehlen ja noch ein paar Parts, bis wir das Let's Play dann beendet haben. Also, die Story ist schon vorbei. Jetzt fehlen auch die ganzen 120 Rätsel und die ganzen Hinweismünzen. Das heißt, es ist nicht mehr viel. Das heißt, das ist das nächste Projekt, was abgeschlossen wird. Und da komme ich auch gleich zu meiner nächsten Info. Nach Professor Layton wird es eine kleine Pause geben zum Thema Professor Layton, meine ich. Das heißt, es wird nicht direkt das nächste Professor Layton LP kommen, sondern ich möchte gerne auf das Let's Play zu Mario Kart Wii und 7 ansteuern. Was macht der rote Panzer denn da? Der kann wohl nicht schwimmen. Jedenfalls, da möchte ich, dass diese Let's Battle Plays endlich losgehen. Und zwar, wenn die ungefähr zur gleichen Zeit starten. Ich werde dazu noch eine ankündigende Trailer-Einführung schicken zu beiden. Denn die werden zur gleichen Zeit starten und dazu möchte ich noch etwas sagen. Ich werde es mit den Let's Battle Plays jetzt zu zweit anfangen jetzt, gleichzeitig. Die werden sich immer abwechseln. Das heißt, eine Woche mal, hier... Oha, komm! Ah, weiter noch! Ah. Entschuldigung, dass das Bild verrutscht war, das hatte ich schon lange nicht mehr, ne? Aber ich muss mich halt drauf konzentrieren. Ich rede im nächsten Part weiter. Fast nur ein Japaner hier. Na gut, im nächsten Rennen reden wir weiter. Und ja, sollte auch irgendwelche Fragen offen sein, das wird dann so sein, nochmal zur Wiederholung. Die beiden Let's Battle Plays werden also zur gleichen Zeit anfangen, aber immer abwechselnd. Eine Woche mal Mario Kart 7, eine Woche Mario Kart Wii. Zu den Let's Battle Plays, ich habe jetzt ja immer 6 Projekte offen und eins davon wird immer hier zu den Battle Plays gehören, damit wir da eine schöne Ordnung haben. So dachte ich mir das. Gut, und es wird natürlich immer mit den Fahrten mit Abonnenten Termine geben. Und diese Termine werde ich immer in den Infoparts ansagen, dass ihr das wisst. Das heißt, ihr solltet immer wieder in die Infoparts reingucken. Da werde ich die nächsten Termine zu irgendeinem Spiel, entweder Mario Kart 7 oder Mario Kart Wii, ansagen. Dankeschön. Ich möchte gerne rechts vorbei. Ah, oh, toll. Jedenfalls, was ich noch zu sagen, ja, Termine habe ich gesagt. Genau, das 9. Projekt wäre ja Mario Kart Wii ganz normal, ne? Also global. Das soll auch wirklich mein 9. Projekt bleiben. Und deswegen hat sich jetzt das Ganze ja verschoben, aber ich werde, damit das Projekt wirklich schon mal startet, werde ich ein globales Rennen machen, als ersten Part, irgendwann mal. Und zwar sobald Professor Layton vorbei ist. Das heißt, ich werde ein normales Rennen machen, damit das Projekt gestartet ist und wirklich erst ein neues Projekt gilt. Hoppala, das war doof. Genau das wollte ich sagen. Nur, dass ihr das wisst. Dann kann ich auch schon das 10. Projekt starten. Die Let's Battle Plays gehören nicht zu den einzelnen Projekten. Nur so gesagt. Okay, dann, es gab ja zu Mario Kart Wii eine Probefahrt. Und wie ich darauf hingewiesen wurde, was auch eine gute Idee ist, klar, wir werden zu Mario Kart 7 auch eine Probefahrt machen. Warum wird die ganze Zeit erwischt hier? Aber die Frage ist, wann wir das machen. Wir werden es nicht an diesem Wochenende machen. Klar, es wäre ein bisschen kurzfristig. Vielleicht jetzt in der nächsten Woche. Oder auch noch besser am Probewochen... die Probefahrt am Wochenende, meine ich. Genau. Die Frage ist, wann genau, denn ich habe da nicht so viel Zeit. Das müsst ihr mir einfach in die Kommentare schreiben. Wann habt ihr da Zeit? Dann können wir die Probefahrt starten. Und auch da, zu Mario Kart 7 und dem Let's Battle Play, können natürlich Fahrerwünsche geäußert werden. Das ist natürlich klar. Und muss ich noch nebenbei sagen können, ich werde immer wieder Zufall wählen bei sowas. Das heißt, irgendwann werden wir die Probefahrt starten und zur gleichen Zeit sowohl Mario Kart Wii als Mario Kart 7 werden dann zur gleichen Zeit starten irgendwann. Ich bin noch gespannt, wie ich das mache. Ich hoffe, das ist jetzt so angekommen bei euch, dass da keine Missverständnisse auftreten.
Ja, das Schöne ist ja, Mario Kart 7 spielen wir in der Community, der kann jeder nachjoinen, wann er will, wie er will. Er braucht nur den Code zur Community, das ist am wichtigsten. Und das würde dann auch schon reichen. Das finde ich doch super praktisch. So, wen überhole ich noch? Fünfter bleiben wir, das ist echt schlecht. Okay, jetzt machen, das Bild ist schon wieder verrutscht. Mensch, wie lange ist mir das schon nicht mehr untergelaufen, dass das Bild immer verrutscht? Entschuldigung deswegen, aber es ging mir halt ohne Infos und die Japaner sind einfach zu stark. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wir sehen uns dann vielleicht in Mario Kart 7 oder Mario Kart Wii wieder. Zu Mario Kart Wii und Mario Kart 7 wird es so schnell nicht noch weitere Infos geben. Das heißt, bis dann und auf Wiedersehen.